Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, ich habe mal ganz kurz gespickt, was es mit dem. Mit der Kammer auf sich hat, die wir nicht betreten können. Das Problem ist ganz einfach: Wir haben nicht genug Wahrnehmung. Ja, die Wahrnehmung trägt zur Genauigkeit und der Reflexverteidigung bei. Wahrnehmung repräsentiert die Sinne eines Charakters wie auch seine instinktive Fähigkeit. Details zu erkennen, wie zum Beispiel das Aufspüren von Feinden oder versteckten Objekten. Ja. Das heißt, meine Wahrnehmung müsste auch laut Aussage dessen, was ich gelesen habe, auf 18 oben sein. Ich krieg hier allerdings, glaube ich, niemanden zusammen. Der genug Wahrnehmung hat. Ich könnte Xoti vielleicht gerade so auf 16 kriegen. Berat, schwarze Glocke. Nee, was habe ich denn hier, was Genauigkeit macht? Ja, genau das hier zum Beispiel. Plus 1 Wahrnehmung. Aber ich glaube, Xoti trägt schon. Nee, die trägt hier. Nein. Ja, die Maske. Hier bringt nichts Wahrnehmung. Damit würde ich bei Xoti die Wahrnehmung gerade mal auf 14 bringen. Da würden mir immer noch 2 fehlen. Wenn ich so bei den Gebrauchsgegenständen gucke. Mechanik, Fingerfertigkeit. Verfassung macht Gewandtheit, Genauigkeit, Aktionsgeschwindigkeit. 12 plus 3 Wahrnehmung. Ja, ich könnte mit 12 meine Wahrnehmung steigern. Aber gut, lassen wir das erstmal gut sein. Ich schreibe mir mal in meine Notizen. Mistlich Nikataka. Schreibe ich das mal hier bei Monster rein. Oh, das mit den Ruinen und Gewölben kann ich ja rausschmeißen. Kann ich dich umbenennen? Ja, in Monster Dungeons. Nikataka. Gröfte. Stuf. Grüfte. Kammer mit Wahrnehmung 16. So, und sowas ähnliches brauchen wir auch, um in Akemirs Kammer wahrscheinlich die Fallen zu entdecken. Was irgendwie Sinn macht. Gut. Gucken wir mal die Quests wieder. Ja, mit der Wasserwurmerin könnte ich reden. Handelsbedingungen. Untersucht die Lage auf Pococohara. Da bin ich immer noch nicht so weit. Geringe Chancen. Hm. Stürme, Familienstolz, Schatzkammer, Kartierung des Archipels, geschminkte Masken. Ja, ich würde mal sagen, wir verlassen die Stadt über das Meer. Dumm, die dumm, die dumm.
Holen uns jetzt erstmal die Vanskipperin, oder wie sie noch mal heißt, die südlich vom Port Mahé fährt. Und dann wird es Zeit, dass wir endlich mal zur Todeslicht fahren. Jedenfalls fühle ich mich jetzt endlich mal bereit für die Aufgabe in Fort Todeslicht. Vorausgesetzt natürlich die World Map lädt. Danke. Was ist mit dir, Händler? Zeig mal, was du hast. Das Ale nehmen wir gerne. Ach, den Grog, den kaufen wir auch noch. Gib mir auch die medizinischen Vorräte, die du hast, und den Schleimal. So. Ale. Schleimal. So. Charakter, Tagebuch, Gruppenzusammenstellung will ich mal. Okay. Wen nehmen wir jetzt mal raus? Die beiden am besten. Und holen uns die zwei rein. Annehmen. So. Von hier aus kann ich leider kein Level abmachen. So, jetzt lesen wir noch mal kurz. Ich habe hier jemanden. Insel Krummsporn. Das war's auch nicht. Ja, genau. Asila Wellenskipper auf der Flussdrache südwestlich von Port Mahé. Das war die eine Sache. Stauholz ist da hinten. Was wir auch immer noch mal da machen sollten. Also das können wir uns dann auch ansehen. Motare Ecosi ist hier oben. Also erstmal nach Port Mahé. Oh, wer ist denn da gesehen worden? Gib mir mal die große Map. Da ist die Vanskipper, sehr gut. Da wollen wir hin. Und wir machen es wie immer. Na komm. Bring mich erstmal nach Port Mahé. Dann können wir sie immer noch jagen. Und ja, ab und zu mal ein bisschen noch was aufdecken, wenn wir noch was sehen. Hier haben wir bereits alles erkundet auf den kleinen Inseln. So, gucken wir mal. Die Vanskipper ist immer noch da unten unterwegs. Das heißt, wir haben Farmport Mahé jetzt erstmal. Das sind wir hoffentlich, die da so schnell fahren. Da ist wieder ein Todesfeuerhändler. Ja, hier wäre noch eine kleine Insel. Wo ein Lager drauf ist. Mit Schiffszwieback. Ja, lecker.
Eine Reisfarm und Obstbäume, das nehme ich gerne mit. Mit dem Obst können wir dann nämlich das Wasser ausgleichen. Wobei ich hier auch sehr billigen Reiswein kaufen kann. Tarleib. Reiswein und Reis, ziemlich günstig. Nehme ich den einfach mal mit. So, wo ist mein Reiswein? Da. Gut. Das Trinken ist halt das Hauptproblem, weil wir verbrauchen halt pro Tag 10 Trinken. Weil wir auch einen Säufer an Bord haben, Oswald nämlich. So, wo ist die Wellenskipper? Da. Da sie da oben lang fährt, fangen wir sie da mal ab. Und dann geht's wieder mit Entern los. Tag. Corridor, der Rothändige zeigt auf einen kleinen Punkt auf dem Horizont. Captain ein Schiff nähert sich. Du schwebst zum Horizont und siehst eine unbekannte Flagge in der Brise wehen. Das Schiff kommt näher und seine Mannschaft öffnet die Kanonenluken. 6 plus 5. Wir haben 9 Leute am, als Mannschaft und nochmal unsere 6er Truppe. Das heißt, wir sind viel besser bewaffnet als sie. Kampf aufnehmen. Die Defiant bewegt sich luftwärts und kreuzt mit voller Geschwindigkeit von Backbord nach Steuerbord. Das Schiff ist schnell und deine Mannschaft besser vorbereitet. Ja. Das heißt, wir nehmen Fahrt auf und fahren ran. Ja. Guidiro, der rothändige Rumtrottel, Regiere klettern auf den Hauptmast und hissen die restlichen Segel. Ja, dadurch können wir schneller fahren. Die beeilen sich auf Manöver vor. Wir fahren weiter direkt voraus. Ja, der gegnerische Captain bellt Befehle. Von Kanonier nach Kanonier. Bewegt sich von Chirurg nach Kanonier. Okay, sie wollen mich voll bombardieren. Ja, wen pfeift in deinen Ohren? Wir bewegen uns schneller. Immer stärker wird der Wind in deinen Ohren erheult. Dein Schiff bricht durch die Wellen. Die generische Mannschaft hat ihre Post, um sich auf eine Manöver vorzubereiten. Das Schiff kommt abrupt zum Stehen. Sie haben den Wind verloren. Ja, mit einigen schnellen Manövern kann sich die Defiant den Windvorteil sichern, bevor die Flussdrache auch nur die Chance hatte, ihn selbst zu beanspruchen. Das heißt, wir kommen immer näher ran. Es ist gut, zwei Matrosen zu haben. Wir werden beschossen, okay. 11 Rumpfschaden, nicht so gut. Wir fahren, halten aber immer noch weiter drauf zu. Noch einmal, wir sollten in Enterreichweite sein. Oder sie kommen auf uns zu und wir sind in Enterreichweite. Mit großem Getöse wird deine Mannschaft hinterhaken und planken über den Spalt zwischen euren Schiffen. Sie strömen auf das Deck des gegnerischen Schiffes, die Waffe gezogen. Die niederländischen Seeleute sind von dem Angriff zunächst völlig überrascht, doch rasch fassen sie sich wieder und begrüßen deine Leute mit Donnern von Pistolenfeuer und dem Klirren von Stahl auf Stahl. Ja, wie gesagt, wir sind die im Augenblick besser besetzt. Und ein Schiff entern bringt mehr als ein Schiff zu versenken. Vor allem, es ist schneller und effektiver. Jedenfalls, sofern unser Schiff über unsere Mannschaft überlegen ist. Bleib beweglich, lass die Bastarde nicht zu leicht drankommen. Ja, es sind viele. Ja.
Palegina, du heißt Alof zur Not. Alof, du setzt eine Steinhaut auf. Edda, hau irgendwen um, genau.